Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die zweite Kalenderwoche, der Woche, die am 8. Januar beginnt und bis zum 14. Januar geht. Und wir sind ja jetzt auch mitten in der Steinbockzeit. An alle Steinböcke von euch, die bisher Geburtstag hatten, ich wünsche euch ganz liebe Grüße zu eurem Geburtstag. Und wir haben in dieser Woche auch eine besondere Woche, weil wir Neumond haben. Und zwar am 11. Januar ist ein Neumond. Es könnte also recht ruhig werden. Ich kann empfehlen, bis zum 11. Januar zu versuchen, wichtige Arbeiten abzuschließen, um Platz für Neues zu schaffen. Lieber Steinbock, wir werden uns in dieser Legung deiner Woche widmen und schauen, wie deine Woche werden wird. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und da wollen wir uns zusammen ansehen, wie die Woche von Steinbock werden wird. Schauen wir mal. So. Und dann brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel. Und können beginnen. Ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Die Hohepriesterin. Ja, eine ruhige Woche liegt vor dir, lieber Steinbock. Eine entspannte Woche, bei der du dich fallen lassen kannst, Hingabe zeigen kannst und dich auch mal, wenn du möchtest, dich ein bisschen gehen lassen. Ja, denn du kannst die Dinge mit offenen Herzen und mit offenen Augen auf dich zukommen lassen, dich überraschen lassen, was die Welt dir zu bieten hat, dich überraschen lassen, wie die Dinge ihren Lauf nehmen, wenn du ihnen genug Zeit, genug Raum einräumst, ne? Könnte wirklich sein, dass du eine sehr emotionale Woche vor dir hast, in der deine innere Stimme, deine Intuition sehr stark sein werden. So kannst du auch, jedenfalls auch was so Beziehungen betrifft, das Soziale, auch einen Geheimnis auf den Grund kommen, ne? Die Menschen auf empathischere Weise betrachten und irgendwie könnte es sein, dass die Menschen für dich sehr durchschaubar werden und du da also dich auf deine Ahnung diesbezüglich verlassen kannst. Ja, das Spirituelle, das Geistige, das Emotionale sind sehr vordergründig in dieser Woche für dich. Du solltest den Lauf der Welt vertrauen, dass am Ende alles gut wird, ne? Und nicht das Gefühl haben, dass es alles alleine in deiner Hand liegt, ne? Alles alleine deine Verantwortung ist, sondern halt wirklich auch ganz bewusst Verantwortung ein wenig ablegen und hier Leichtigkeit finden. Ja, schau dir das mal an, denn das Glück ist natürlich hier auf deiner Seite und es könnten sich in dieser Woche überraschende überraschende Wendepunkte zeigen, die dir einfach auch zeigen, was eigentlich dein wahrer Weg ist, ne? Dass du dich auf den wahren Weg befindest, dass alles stimmig ist, dass dich das Universum, ne, die Welt, in der du dich befindest, dich in deinen Entscheidungen unterstützt. Die vier der Schwerter ist so ein Hinweis darauf, dass wirklich sehr viel Frieden und Ruhe um dich sein wird und dass auch dein Verstand, deine Gedanken, dein inneres Befinden zur Ruhe kommen werden. Und dir viel Konzentration, inneren Frieden, Konzentration, Aufmerksamkeit schenken können, ne? Ein in sich geschlossener Zustand, ein friedlicher Zustand, der dich klar und auch stabil machen wird, ne? Also sehr schön. Irgendwie so ein grundmeditativer Zustand eigentlich, ne? Du bist die Ruhe selbst. Du bist ausgewogen, und so kannst du sehr gute Entscheidungen treffen, hast ein sehr ausgewogenes Urteilsvermögen, einen sehr klaren Blick auf dich selbst und die Welt. Auch gute kommunikative Fähigkeiten in dieser Woche. Was war denn in der Vergangenheit los? Du hast dich erfolgreich von all die einigen problematischen Situationen befreit.
Und das kommt dir jetzt in dieser Woche besonders zugute. Du hast dich von etwas befreit, was dir schon lange nicht mehr gut getan hat. Das kann ein Gedanke sein, es kann eine schmerzvolle Erfahrung sein, es kann auch ein Traumaerlebnis sein, ne? Eine Trauererfahrung, etwas, womit du lange gekämpft hast und es lange aufarbeiten musstest, aber du hast es verarbeitet. Und vor kurzem konntest du dich davon lösen und findest jetzt wahre innere Balance und Frieden. Und natürlich sagt dir das Rad des Schicksals, dass du hier auf den richtigen Weg bist. Ich habe jetzt hier etwas sehr Großes damit dargestellt. Vielleicht ist es das, was du hier verlassen hast, auch eine Gewohnheit, ne, die dir nicht mehr gut tut. Vielleicht auch. Und das wäre natürlich auch schade, aber manchmal notwendig, eine Beziehung oder eine Freundschaft. Diese Woche könnte sich wirklich noch mal das Blatt wenden. Ich habe hier mit der Hohepriesterin gesagt, dass du mit offenen Augen und offenen Herzen die Dinge beobachten solltest und deiner Ahnung, deiner Intuition folgen solltest. Und ja, ich glaube, dadurch könnten sich auch überraschende Entwicklungen zeigen, ne? Dass man vielleicht, also so scheinbar zufällige Ereignisse, dass man jemanden Neues trifft oder jemanden wieder begegnet oder auf einen neuen Gedanken kommt. Auf jeden Fall sehe ich, lieber Steinbock, dass dies auch etwas Ernüchterndes für dich hat, diese Erfahrung, dass du die Gelegenheit hast, in dieser Woche dich von einer großen Illusion zu befreien und hier auch wirklich der Realität mehr ins Auge zu blicken, ne? Die Wahrheit zu erkennen, zu sehen, anzunehmen und dich insofern auch von einem Schleier, von einer Unklarheit, die bisher bestand, zu befreien. Ja, dass du hier etwas verändert hast, dass du dich von etwas gelöst hast, hat leider, oder was heißt leider, vielleicht ist es auch sehr gut, noch Folgen, hat Nachwirkungen. Und es gibt hier noch einige Dinge, die du zu verändern hast, auf die du reagierst in deinen Alltag, die du zu verändern hast, die du umstrukturieren musst. Der Turm wird sich zeigen, ne? Der Turm wird sich zeigen. Und das ist auch eine Befreiung aus einer Struktur, die nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat. Und die Gelegenheit dann für dich, eine neue Struktur aufzubauen. Aber zunächst erstmal, das wird noch nicht diese Woche oft passieren, das wird erst nächste Woche passieren. Zunächst erstmal musst du herausfinden, was du zu verändern hast. Ne? Zunächst musst du herausfinden, welche Struktur es im Konkreten ist, die dich in deinem Potenzial bisher aufgehalten hat und die es jetzt zu überwinden gilt. Es könnte eine Regel, eine gesellschaftliche Konvention, auch eine Verpflichtung sein oder auch eine starke Gewohnheit einfach. Lebensumstände werden sich von dir verändern im Zuge dessen, aber noch nicht diese Woche. Die Entscheidung wirst du wahrscheinlich erst die nächste Woche treffen. Aber du bist auch bereit für diese Veränderung und spürst deutlich, dass das jetzt notwendig ist, dass dir das auch gut tun wird. Ja, schau mal, du findest Liebe über diesen Weg. Die Harmonie mit dir selbst, auch eine gewisse Selbstzufriedenheit. Du bist hier wirklich sehr mit dir selbst im Einklang. Ja, du bist mit dir selbst in Einklang und dieses Gefühl wird sich noch vertiefen und wird sich natürlich auf alle deine sozialen Beziehungen positiv auswirken. Du wirst hier Harmonie und Einklang dadurch etablieren können und eben mit deinen Entscheidungen voll und ganz zufrieden sein, mit deinen Einwirkungen, mit deinen Vorgehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass das auch nicht einfach alles sein wird und du auch ein wenig mit dir zu kämpfen hast. Ich habe das Gefühl, du kämpfst hier gegen eine alte Ordnung. Gegen eine alte Ordnung und es wird notwendig sein, ein bisschen deine eigene Gedankenwelt zu beobachten,
deine Glaubenssätze zu beobachten und womöglich auch hier dich, also einige alte Glaubenssätze, die nicht mehr gut für dich funktionieren, auszusortieren und dich auf neue positive Glaubenssätze zu fokussieren, ne? Oder vielleicht auch neue Glaubenssätze zu etablieren, ne? Dir neue Glaubenssätze anzueignen. Ich sehe hier einen Sortierprozess, ne? Von Gedankenkonstrukten, die sich mit den Jahren aufgebaut haben und jetzt irgendwie eine Reinigung bedarfen. Auf jeden Fall benötigen. Und das kann natürlich auch zwischendurch etwas unangenehm sein, ne? Aber auch reinigend und befreiend. Desillusionierend halt, ne? Diese Karten, ich glaube, dieses Empfinden gehört schon sehr stark hier zusammen. Ja, es ist wirklich ein sehr starker innerer Prozess, in dem du dich befindest. Aber du wirst gestärkt, du wirst hier wirklich einmal so richtig komplett durchgereinigt, habe ich den Eindruck, ne? Also, und das finde ich halt hier so positiv. Du hast ja auch so ein gutes Urteilsvermögen, ne? Damit wird es dir leichter fallen, diese Gedanken zu identifizieren, zu analysieren und dann entsprechend eben zu bewerten und zu schauen, was du damit machst dann, ne? Denn die Gedanken, die man hier hat, ne, sind nicht alle negativ. Die Karte heißt Grausamkeit, was ich halt manchmal als etwas grausam empfinde, weil das Positive bei dieser Karte ist halt, dass bei diesen Gedanken sind halt auch alte Konstrukte dabei, die sind schon sehr verbraucht sind und nicht mehr gut funktionieren und aussortiert werden müssen, aber ne, es ist halt schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Es sind alte Gedanken und da sind auch ein paar wertvolle Sachen dabei. Ne? Ein paar sehr wertvolle Gedanken. Und wenn man hier etwas aussortiert, dann kommen die wertvollen Dinge nochmal so richtig in den Vordergrund. Und die wertvollen Gedanken, die wertvollen Glaubenssätze und Gedankenkonstrukte, die sich über Jahre aufgebaut haben. Und das ist vielleicht das Schöne daran, ne? Diese mehr wertzuschätzen. Die basieren auf Erfahrungen, die basieren auf komplexeren Erkenntnissen, ne? Und sind deswegen wertvoll. Wie halt auch Traditionen zum Beispiel, ne? Viele Traditionen sollten ausgetauscht werden, aber es gibt auch einige, die sehr wertvoll sind, gerade weil sie so alt sind und weil sie sich über so lange Zeit bewährt haben. Ne? Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Es ist auch mit Gegenständen so, ne? Dass die Dinge, die von besonderer Qualität sind, natürlich auch lange halten und auch eine gewisse Zeitlosigkeit haben, was so das ästhetische Wirken betrifft. So ist es hier bei den neuen Schwertern. Deswegen ist Grausamkeit vielleicht eine zu einseitige Bewertung dieser Karte, ne? Aber es kann halt eben schon auch, also Gedanken, die nicht mehr gut funktionieren, Schwerter, die kaputt sind, sind dann einfach auch eine sehr gefährliche Angelegenheit. Schauen wir mal weiter. Die 5 der Scheiben in dein Sozialleben. Ja, das Soziale funktioniert vielleicht nicht so gut für dich. Du bist wahrscheinlich auch in dieser Woche sehr zurückgezogen und brauchst auch viel Zeit für dich selbst, lieber Steinbock, und sehnst dich vielleicht sogar auch nach Ruhe. Aber es gibt auch Punkte, die dich unzufrieden machen. Du hast hier diese Ahnung. Vielleicht gibt es hier wirklich Familienmitglieder, Menschen im Freundeskreis, wo sich doch Konflikte aufgebaut haben, die dir jetzt deutlicher, die für dich jetzt deutlicher zutage kommen, die jetzt für dich klarer werden. Das sollte man sich natürlich ansehen. Vielleicht gibt es aber auch andere Gründe, die dich unzufrieden machen. Vielleicht sehnst du dich nach einer neuen Liebe in deinem Leben. Und dir fällt das jetzt rein faktisch auf, dass dir hier etwas fehlt. Dass dir irgendetwas im Alltag fehlt, um glücklich zu sein, das sind alles
Dinge, mit denen du dich natürlich ernsthaft beschäftigen solltest und die du auch verändern kannst perspektivisch. Es könnte aber auch sein und auch sein, ne, es könnte, dass du dich eigentlich in Gesellschaft im Moment gar nicht so richtig wohlfühlst und auch in Gesellschaft vielleicht eher etwas ungeduldig wirst und irgendwie im Moment nicht so viel Freude daran hast, dich kommunikativ auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen, weil du eben auch viel Gedankenkraft gerade in deine Weiterentwicklung investierst. Vielleicht gab es auch ein paar Themen im Freundeskreis, in der Familie, die du längere Zeit heruntergeschluckt hast, ne, die du nicht angesprochen hast. Und das könnte jetzt deutlicher wirken. Und sollte dann vielleicht schon doch angesprochen werden, ne? Deine Bedürfnisse solltest du auf jeden Fall nicht zurückstellen, lieber Steinbock. Es gibt womöglich einen Prinzen der Scheiben in deinem Leben, dem du näher kommen möchtest, mit dem du mehr Zeit verbringen möchtest. Der Prinz der Scheiben kann auch eine recht junge Person sein, muss aber nicht, kann auch eine eher freimütige Seite einer Person sein, die auch älter ist. Aber es kann natürlich hier auch ein Sohn oder eine Tochter von dir widergespiegelt sein. Und dann möchtest du womöglich mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen. Mehr Zeit für deinen Sohn oder deine Tochter haben können. Vielleicht widerspiegelt die Karte auch einen generellen Kinderwunsch, ne, wieder. Oder vielleicht eben nach einer Person aus der Vergangenheit, die für dich der Prinz der Scheiben ist, oder eben eine Person, die dir nahesteht, die wie der Prinz der Scheiben ist, ne? Eine Person, nach der du dich sehnst, die du vielleicht auch noch gar nicht kennst. Und es kann auch eine Seite von dir widerspiegeln, die du gerne mehr ausleben möchtest. Also die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Es ist auf jeden Fall eine Erdperson wie du, ne? Steinbock, Stier, Jungfrau. Muss aber nicht unbedingt sein, ne? Aber diese Person hat jedenfalls auch viele Erdanteile. 10 der Stäbe. Es wird einen Punkt geben im Laufe der Woche, zum Ende hin vielmehr, wo es wichtig sein wird, und das habe ich am Anfang hier gesagt, diese beiden Energien stehen sehr stark in Verbindung zueinander. Ein Punkt geben, bei dem du deutlich einsehen solltest, lieber Steinbock, dass du nicht alles komplett selber in der Hand hast, dass nicht alles komplett nur an dir liegt und dass es manchmal sehr wertvoll ist, die Kontrolle abzulegen und der Entwicklung, den Lauf des Lebens zu vertrauen und auch den anderen Menschen zu vertrauen, sich selbst auch zu vertrauen, dass man im richtigen Moment das Richtige tun wird. Wenn du hier versuchst, an etwas festzuhalten, daran festzuhalten, etwas kontrollieren zu können und zu wollen, wenn du hier auf Disziplin und Härte setzt zum Ende der Woche, könnte es sein, dass du selber an eine gewisse Belastungsgrenze kommst und vielleicht auch Konflikte mit anderen dadurch bekommst. Konflikte vielleicht auch mit Autoritätspersonen, muss aber nicht unbedingt sein. Ja, und hier einfach an eine gewisse Grenze kommst. Und das muss ja gar nicht sein. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist nicht notwendig im Moment. Du kommst darüber nicht unbedingt schneller zum Ziel. Die richtigen Antworten kommen, ne? Vertraue dieser Entwicklung. Vollmond in Zwilling hat auch etwas sehr Kommunikatives, etwas, was mit Schwertern, mit Geist und dem Verstand zu tun hat. Ja, lieber Steinbock, ich wünsche dir auf jeden Fall eine ruhige, eine entspannte Woche mit vielen positiven Erfahrungen, mit vielen positiven Entwicklungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.